das Pustertal und sein Hauptort Bruneck. In Bruneck wird ein für ganz Südtirol beispielhaftes neues Mobilitätszentrum errichtet. Die Kosten für das Projekt, das am Bahnhof Bruneck errichtet wird, werden sich auf 14 bis 15 Millionen Euro belaufen. Der Begriff des öffentlichen Verkehrs soll neu definiert werden und südtirolweit soll den Bürgern in Sachen Mobilität eine immer bessere Qualität geboten werden. Dieses neue Mobilitätszentrum in Bruneck ist ein Mosaikstein in einem sehr großen Mosaik, das gesamte Personenverkehrssystem Südtirol mit den internationalen Anbindungen, Brenner Basistunnel, Zuganbindung in die Schweiz, auch ins Veneto. Natürlich aber auch vor allem die Verkehrsentwicklung in Südtirol, den weiteren Ausbau des regionalen Zugverkehrs, die Bahnhöfe, die Buslinien, der Südtirol-Takt, Halbstundentakt, der Südtirol-Bass. Wir wollen immer mehr Menschen auch dazu bringen, dass sie die öffentlichen Personennahverkehrsmittel nutzen. Das gelingt und wir werden auf diesem Weg weitermachen. Drei sind die zentralen Bereiche des Mobilitätszentrums Bruneck, das in Zusammenarbeit von Land Südtirol, STA Südtiroler Transportstrukturen AG, Stadt Bruneck und RFI der italienischen Bahn entsteht. Drei Grundpfeiler für den zukünftigen öffentlichen Verkehr in Südtirol. Wir realisieren hier drei Baulose zur kompletten Umgestaltung des Bahnhofes und Mobilitätszentrums in Bruneck. Zuerst wird für rund 5,5 Millionen Euro das bestehende Bahnhofsgebäude saniert. Alle denkmalgeschützten Auflagen können eingehalten werden. Das zweite Baulos sieht die Errichtung des sogenannten Mobilitätszentrums vor, wo die Buswende und Halteplätze inklusive Parkplätzen für private PKWs, Kiss and Ride, Citybus-Parkplätze und auch Taxistände sowie Fahrradparkplätze realisiert werden können mit rund 4,4 Millionen Euro. Und das dritte Baulos sieht die Erschließung des Mobilitätszentrums in Bruneck von der Pfalzner Straße her vor mit einem Kreisverkehr samt Brücke und der Verlegung der Straße am Stegener Marktplatz mit Kosten von 3,3 Millionen Euro. Ein weiteres zentrales Konzept des Mobilitätszentrums Bruneck besteht darin, Bahn und Bus nicht mehr als konkurrierende Unternehmen anzusehen, sondern beide Transportmöglichkeiten so gut wie möglich zu integrieren. Dabei geht es hauptsächlich um eine Zusammenarbeit, wo wir zeigen wollen, dass es um einen Miteinander und nicht einen Gegeneinander geht, wenn wir über Zug und Bus bzw. Schiene und Straße reden. Die Bruneker Stadtverwaltung hat das Projekt des neuen Mobilitätszentrums von Anfang an unterstützt. Ein Vorzeigeprojekt für die Stadt und das gesamte Pustertal. Ich glaube schon, dass dieses Mobilitätszentrum auch beispielgebend sein kann. Es gibt ja auch in anderen Städten und Orten ähnliche Überlegungen, sei es Konzepte bis hin schon zu konkreteren Gedanken und Projekten, sei es in Brixen, sei es in Bozen, aber auch in Innichen und in anderen Ortschaften. Und ich glaube, dass hier die Erfahrungen von Bruneck sicher einfließen können und dass Bruneck auch in einer gewissen Weise beispielgebend sein kann. Bei der Vorstellung des neuen Mobilitätszentrums sind natürlich auch die beträchtlichen Kosten angesprochen worden. Diese sind aber durch die neue Lebensqualität, die das Projekt ermöglicht, durch seine Umweltfreundlichkeit und durch die Qualität der Dienstleistungen durchaus gerechtfertigt.